Und der Bär attackiert einfach. Und wir wollen jetzt einfach nur mal ein bisschen die Gedanken mitteilen. Fabio und ich sind echt gerade überlegen, ist es das wert? Wenn die beiden sich nach dieser Aktion, die da gerade passiert ist, solche Gedanken machen, die die gerade aussprechen, die ich nachvollziehen kann, dann war das doch, da muss doch da mehr passiert sein, als das, was in den Aufnahmen gezeigt worden ist. Okay, Freunde. Ich habe lange drauf gewartet. Ich freue mich sehr. Wir haben extra wieder quasi fast auf die Sekunde 24 Stunden gewartet auf Ehrenbasis. Wir gucken uns an. Survival Squad, Folge 4. Legt euch zurück. Es wird jetzt lange dauern. Die Folge geht 40 Minuten. Und ich werde wahrscheinlich wieder 30 Minuten irgendeine Scheiße labern. Vorweg, bevor wir das Video anmachen, ganz wichtig. Ich feiere das Format Hardcore. Ich finde es richtig geil. Ich finde es was komplett anderes. Dieses ganze Konkurrenz 7 vs 2, bla, juckt mich überhaupt nicht. Sehe ich alles nicht. Ich finde es geil. Ich gucke mir das gerne an. Aber ja, ich habe auch wahrscheinlich in 50% der Fällen eine andere Meinung und würde andere Entscheidungen treffen. Und ich glaube aber auch, genau deswegen finde ich es geil. Genau deswegen finde ich es spannend, weil ich mir viele Sachen angucke und denke mir so, das hätte ich anders gemacht. Ah, das hätte ich anders gemacht. Warum machen die das so? Wenn das alles genauso wäre, wie ich es machen würde und so, ne, dann wäre es ja auch langweilig. So, dann denke ich mir so, ja, okay, so hätte ich es auch gemacht. Ja, so hätte ich es auch gemacht. Von daher, nicht falsch verstehen, wenn ich einfach immer meine Gedanken äußere und vielleicht hier und da was anspreche. Ich meine das gar nicht jetzt böse. Dafür sind wir hier auch in der Reaction. Das heißt, wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, guckt sie euch entspannt erstmal Fabio an. In diesem Fall Folge 4, die nächste geht's wieder bei Otto. Gönnt euch das und so weiter. Das hier ist wirklich, wir klamüsern das auseinander. Ich werde alle 2 Sekunden stoppen. Okay? Also, ich freue mich drauf. Let's go. Erstmal das Intro. So, das ist der Grund, warum wir immer eine Waffe mitnehmen. Ah, genau. Erstmal in der letzten Folge. 100 Meter entfernt vom Lager. Wir wollten gerade aufbrechen. Da gab es ja den Bärenangriff, wenn wir uns erinnern, ne? Da vorne ist er. Ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt. Da putzen wir aber gerade die Waffe um raus. Warte. Okay. Der Tag ist gefühlt eine halbe Stunde alt. Der kommt alt. Jetzt hier rüber, Otto, ne? Ja, und wir haben 2 Grizzlies. Okay, der kommt genau auf uns zu. Achso, die Folge heißt übrigens Abbruch wegen zu hohem Risiko? Fragezeichen. Ich bin gespannt, also ich gehe stark davon aus, meine Prediction. Ich sag, jetzt kommt ja gleich der Warnschuss, der rennt jetzt entweder gleich weg oder die Situation wird natürlich gut ausgehen. Ich glaube nicht, dass es zu irgendeinem Angriff kommt oder so, gehe ich nicht davon aus. Und ich glaube, dass denen wahrscheinlich dann in diesem Zuge nochmal eigentlich so ein bisschen diese Realitätsphase kommt. Und die während des Tages jetzt vielleicht drüber nachdenken, ey, was machen wir hier eigentlich? Ist es das überhaupt alles wert? Was soll das? So, so scheu sind die Grizzlies ja gar nicht. Was ist, wenn der jetzt nachts kommt? So, wir sind im Grizzly-Gebiet, so nach dem Motto. Und sich darüber dann Gedanken machen. Abbrechen werden die nicht. So, definitiv nicht. Der Tag ist gefühlt eine halbe Stunde alt um 13 Uhr nachmittags. Ja. Bär! Bär! Hört aber nichts. Der ist taub. Das ist ein Tauber. Ja. Tau ist Murmeltier. Rechts von dir. Hey! Der kommt schnell. Ich mach einen. Letztes Mal zu Ende gegangen. Erstmal wieder Intro, Leute. 30 Tage sind 2 Freunde abseits jeglicher Zivilisation in der Wildnis von Kanada auf sich alleine gestellt. Wunderschönen guten Morgen aus Fort Knox. Ich stelle mir ja schon mal die Frage. Wird es Survival Squad 2 geben? Das wird mich ja interessieren. Ob sie da schon mal drüber gedacht haben, drüber geredet haben. Hat Otto schon mal irgendwas anklingen lassen? Wird es ein Survival Squad 2 geben? Sind es dann die beiden? Also wieder Otto und Fabio, weil es ihr Gemeinschaftsprojekt ist? Oder macht jemand, einer von denen, das mit wem anders? Wo ist das Ganze? Ja klar, deswegen Mission Kanada. Es bietet die Option, dann Mission, keine Ahnung, Peru, Anden, was weiß ich zu machen, ne? Aber Otto meinte, ja, eventuell zu viert. Auch stark. Klar, weil du musst zu Squad ja nicht als 2 bleiben. Das stark. Ja. Er meinte, das ist Otto und Fabius Ding. Otto hat im Stream gesagt, mit Sebo, Mission Brandenburg. Das mache ich. Ich mach, wie nenne ich das? Nicht Survival Squad? Survival Solo? Survival Solo Mission Brandenburg mache ich. Mit 40 Kilogramm. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon, ne? Elbe-Seitenkanal. Otto Fabius fix, Gäste vorstellbar, aber auch ganz woanders.
Wir gucken jetzt mal weiter. Wir hängen schon im Intro die ganze Zeit hier fest. Stehen Grizzlies, Wölfe ganz oben in der Nahrungskette. Mit jeweils über 30 Kilo auf dem Rücken geht es zu Fuß 300 Kilometer querfeldein. Ich muss schon wieder stoppen. Ich hoffe, dass die Richtung Ende hin, Folge 19 oder sowas, dass es irgendwann einen Abschnitt geben wird, wo die für sich ausrüstungstechnisch ein Fazit ziehen. Vielleicht kommt das auch im Loadout, wo die doch mal drüber sprechen und sagen, ob sie es wieder genauso machen würden oder ob sie ein paar Sachen ändern würden. Durch dichte Wälder, über schroffe Berge und reißende Flüsse. Ex-Elite-Soldat Otto Karas und Extremsportler Fabio Schäfer sind der Survival Squad. Ist schon krass schön hier. Wahnsinn. Wie gesagt, das mit dem der Squad, ja, irgendwie triggert mich das. Jetzt sieht er uns. Heißt es der Squad? Der kommt jetzt hier rüber, Otto, ne? Hey! Sind der Survival Squad? Das klingt schon. So, jetzt aber. Komm, was ist jetzt passiert? Die Szene haben wir jetzt achtmal schon gesehen. Wir haben sie zweimal im Trailer gesehen. Wir haben sie in Folge 1, in Folge 2 und in Folge 3 im Intro gesehen. Und wir haben sie am Ende von Folge 3 gesehen. Wir haben diese Szene jetzt 6-mal gesehen. Warte. Und wir haben sie nochmal in Folge 4 im Intro gesehen. Und in der Zusammenfassung in Folge 4, rückblickend auf Folge 3. Wir haben diese Szene mit diesem Bär und diesem Warnschuss insgesamt 8-mal gesehen. Holy fucking shit. Wenn jetzt nicht eine Kralle durchs Gesicht geht. Nein, Spaß. Beruhigt euch. Das war ein Scherz. So. Fuck, ey. Was denn? Ich hab mein Handy irgendwo liegen lassen. Guck mal, da ist ein Karibu. Hä? Hast du noch ein Handy? Hä, wo ist der Bär jetzt hin? Beobachte bei sowas immer, Fabio. Der, der vorne geht, beobachte nach oben. Hinten, immer nach hinten. Immer mal nach hinten gucken, ja, weißt du? Ja. Hä? Wo ist denn jetzt der Bär? Lass uns da ins Wasser gehen, Wasser laden. Ja. Hä? Was suchst du? Das Handy habe ich verloren. Das Handy? Ich habe ihn damit gefilmt. Hä? Ich raff gar nichts. Der Cliffhanger war doch, der Bär rennt auf die zu und Otto macht den Warnschuss. Puff, vorbei. Ja, wo, was ist jetzt? Wo ist jetzt der Bär? Dann habe ich mich runtergebeugt, und als ich die Waffe rausgeholt habe. Wo? Ich raff's nicht, wo ist der Bär? Da fehlt doch was. Bin ich dumm gerade? Ich versteh's nicht. Wir sind noch beide, ich weiß nicht, halt mal die Hand. Aber mir geht's jetzt. Okay, egal, vielleicht wird es jetzt thematisiert oder so. Aber irgendwie fehlt da was. Ja. Voll mit Adrenalin. Der Bär hat nicht gehört aufs Rufen. Gar nichts, kam immer näher und immer näher. Wir mussten den Warnschuss abgeben. Ja. Voll gepumpt mit Adrenalin. Ich meine, wie viel Meter vorher? 30 Meter vorher umgedreht? Ja. Hä? Also, bin ich jetzt lost oder was? Ich muss mir jetzt nochmal die Szene vom letzten Mal. Jetzt komme ich gar nicht mehr klar. Warte, hier ist irgendwie was falsch bei mir. 110%. Jetzt komme ich gar nicht mehr klar. Jetzt bin ich aber maximal verwirrt. Ich muss mir jetzt nochmal den Cliffhanger angucken. Da passt doch einfach nicht, da fehlt doch, das ist doch... Wir gucken uns nochmal kurz die Szene an. So. Okay. Der Tag ist gefühlt eine halbe Stunde alt. Jetzt das ist klar, das ist rangezoomt. Wir haben zwei Grizzlies. So, die sind jetzt hier und der Bär ist da auf diesem Felsen. Der Bär ist, was werden das sein? Klar, du siehst ja die Büsche ungefähr, Größe 100 Meter weg irgendwie vielleicht. Hier ist ja noch dieser komplette Freifläche, 70 Meter. Ja. Lass uns da auf die Anhöhe. Nee, lass uns im Freien bleiben. Besser. Anhöhe ist doch zu langsam. Der Schlatter. Wir müssen ihn im Auge behalten. Nee, ich meine, da links von uns, die Felsen direkt. Der kommt jetzt genau. Bär! Okay, der okay, kommt der genau auf uns. Okay, warte, der ist jetzt hier unten. So. Bär! Hier siehst du ihn. Oh, ist ja keine 30 Meter, oder? Gut, kann jetzt auch täuschen, aber ich würde sagen, so 30 Meter sind so irgendwie so die zur Pfützenkante. Naja, gut, das ist jetzt scheißegal, wie viele Meter es sind. Hört aber nichts. Du hast eine ready? Ja. Ich stelle mich rechts von dir. Szene, hey! Da steht ein Jüngerer. Ja. Abgegrüßt. Hey! Der kommt schnell. Ja, also schon noch ein paar mehr Meter, glaube ich, aber ist ja egal. Ich meine... Und damit hat das ja geendet. Das war ja der Cliffhanger. Es war dieser Warnschuss und du siehst, dass dieser Bär stehen bleibt und guckt.
weggerannt. Das war eigentlich kurz davor. Ich hatte schon ein Visier, um zu sagen... Aber wo ist die Szene, wo er wegrennt? War das nochmal eine andere Szene, die nicht gezeigt haben? Aber es muss doch irgendwo die Szene geben, wo der weggerannt ist. Warum ist das nicht gezeigt, wie der wegrennt? Ein Visier, um zu sagen, wir müssen jetzt auf den Bären schießen. Warte mal, und Otto sagt jetzt, es gab den Warnschuss. So, man hat die Szene gesehen, Warnschuss, und der Bär freest, guckt, macht gar nichts. Jetzt spricht Otto von einem Warnschuss, spricht davon, dass der Bär weggerannt ist, aber aufgrund des Warnschusses oder nicht, frage ich mich gerade. Und jetzt hat Otto ja gerade gesagt, dass er ihn sogar schon im Visier hatte. Also, dass er die Waffe dann angelegt hat. Aber das hat man ja jetzt auch nicht gesehen. Oder war das danach? Oder raff ich gerade irgendwas gar nicht? Also eigentlich kurz davor, ich hatte schon eine Visier. Wie viel Meter vorher? 30 Meter vorher umgedreht? Ja. Weggerannt. Das war also eigentlich kurz davor, ich hatte schon eine Visier, um zu sagen, wir müssen jetzt auf den Bären schießen. Muss man erstmal sacken lassen, die Situation. Ja, absolut. Absolut. Erstmal durchatmen, was trinken. Boah, ich bin voll am Zittern noch ein bisschen, ne? Hand nicht, aber. Aber warum, das verstehe ich jetzt nicht. Warum ist denn die Szene nicht drin? Also warum ist das denn nicht, die Kameras liefen doch alle. Und die Kameras liefen ja auch danach. Also die liefen ja, während der Bär runterkommt, während des Warnschusses. Und sie liefen ja auch im Anschluss, wo anscheinend weggerannt, nach dem Wegrennen, wo Fabio das Handy sucht. Das heißt, die Kameras, beide Kameras liefen doch auch, wo er weggerannt ist. Oder haben die den erschossen vielleicht auch? Das könnte sein. Vielleicht haben die den erschossen, aber wollen es halt jetzt nicht zeigen. Ich merke Adrenalin. Adrenalin ist auf jeden Fall das. Nein, Spaß, ist jetzt vielleicht ein bisschen dumm an der Stelle, so einen Quatsch zu erzählen. Aber ich verstehe es tatsächlich nicht. Ich kriege den Zusammenhang nicht hin. Adrenalin, als er uns angeguckt hat, auf uns zugelaufen ist, da wird einem anders. Vor allem, wir haben gerufen, Bär, 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 wo der drüben noch stand auf der anderen Seite vom Bach. Ja. Aber, ja. Andere Nummer, da merkt man, es ist kein Kindergeburtstag. Und der weiß nicht, was er gemacht hätte. Ja, Tag 5. Tag 5. Tag 5 und schon so viele Begegnungen. Hätte der uns blöd überrascht, wäre schlecht gewesen. Ja. Otto hat gerade den ersten Fisch hier gespottet. Laut Otto eine Esche. Wir haben vor uns wieder... Also, das verstehe ich nicht. Was ist das mies? Da rufst du den Bären zu dir und wunderst dich, dass er kommt. Bär! Bär! Der denkt so, ja. Ja, okay, ich komm, was los? Wie kann ich euch helfen? Ja, ihr ruft mich doch gerade. Ja, ich komm schnell rüber. Oh, ist das dumm, Alter. Ja, keine Ahnung. Also, mir geht's tatsächlich ausschließlich um die Geschichte, warum ist die Szene nicht drin, wie dieser Bär wegrennt? Das verstehe ich gerade nicht. So, weil das war ja genau der, also, der Cliffhanger war ja Bär-Warnschuss und jetzt geht die neue Folge los und der Bär ist einfach nicht mehr da. Also, weißt du, normalerweise startest du ja jetzt mit dem Cliffhanger rein, dass du gefühlt nochmal den Schuss wiederholst und jetzt willst du genau wissen, wie ging's jetzt danach weiter? Aber das ist einfach nicht drin, sondern es ist einfach... Ja, Fabio, wo ist eigentlich dein Handy? Und denkst so, was für ein Handy? Was ist mit dem Bär jetzt? Wo ist denn der Bär her? Der Cliffhanger war der Bär. Der Bär kommt auf euch zu und der Bär ist noch nicht weggerannt. Ja, wir suchen erstmal das Handy. Der Bär ist anscheinend doch immer weggerannt, aber haben wir nicht gefilmt. Oder wie? Das verstehe ich nicht. Egal. Gut, wir gucken jetzt, wir lassen das einfach so sacken und gucken weiter. Dass man da jetzt natürlich Adrenalin hat und auch, ne, das kann ich völlig verstehen. Und weil jetzt manche Leute schreiben, was hat Otto denn? Der war bei der Bundeswehr. Was hat Otto denn als Elitesoldat? Weil ich jetzt ein paar Mal gelesen habe. Das sehe ich persönlich anders als ihr jetzt hier im Chat. Na, nur weil du irgendwie, keine Ahnung, Soldat warst und mit Waffen umgehen kannst und schießen kannst und vielleicht auch Jäger bist und sonst was, ist natürlich so eine Situation mit einem Bär, der auf dich zukommt, hast du ihn, trotzdem eine Sache, die dich erstmal aus der Bahn wirft, klar. So. Es geht ja nicht darum, dass du jetzt schreiend wegrennst, aber natürlich löst das was in dir aus. Ist doch egal, ob du bei der Bundeswehr warst oder nicht. Ja, das kann ich völlig verstehen, dass die danach natürlich erstmal voll Fokus irgendwie da am Start sind. Aber ich glaube, das können auch nur Leute nachvollziehen, die mal in ähnlichen Situationen waren, was wahrscheinlich 99,99% der Leute da draußen im Chat und der YouTube-Community nicht waren, was ja auch normal ist. Großen, breiten Bach, also den North Nahanni River, und können jetzt entscheiden, gehen wir oben über die ganzen Hügel, wo wir Höhenmeter machen müssen, oder weiter im Flussbett. Da ist der Untergrund manchmal ein bisschen ungemütlich von den Steinen, aber da können wir deutlich mehr Meter machen, sehen noch mehr. Das heißt für uns, wir müssen jetzt einmal wieder hier durch.
Flussüberquerung die 93. geführt. Ein großer Vorteil ist natürlich das klare Wasser. Ja, das ist aber recht tief. Man sieht, wo man hintritt. So, eine Runde Füße quälen mit spitzen Steinen und 36 Kilo Rucksack. Das Raincover dachte sich aber auch so bei dem Rucksack. Also mit 38 Kilo Beladung habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Das sind so Prozeduren, die fressen natürlich eine Menge Zeit. Rucksack ab, Schuhe umziehen, mit den anderen Schuhen durchgehen. Ja, das kenne ich vom Wohin. Alter, dieser scheiß Rucksack und die Füße. Der scheiß Rucksack. Auf rohen Eiern gehen. Bewegen uns langsam vorwärts wieder. Geile Landschaft. Wir gucken jetzt, ob wir irgendwas da hinten, wo die Felsen sind, vielleicht mal einen Spot finden, wo wir angeln können. Um doch mal vielleicht Fische zu haben als Essen. Und uns geht die ganze Zeit diese Bärenattacke nicht aus dem Kopf. Und wir wollen jetzt den Kopf erstmal ein bisschen freikriegen. Okay, spannend. Otto sagt jetzt selbst hier nochmal ausgesprochen vor Ort in einer Aufnahme die Bärenattacke. Okay. Also, ich habe tatsächlich mit Otto neulich zwischen Folge 3 und 4 ganz kurz gequatscht. War eher so durch ein Meeting Zufall, er war da irgendwie mit im Raum und bla, und dann habe ich gehört, er ist im Hintergrund. Und da habe ich ihn auch gefragt, ich so, wo denn der Bärenangriff war. Aber anscheinend hat er das ja, wenn er das jetzt hier selbst vor Ort sagt, wirklich als Bärenattacke und Bärenangriff eingestuft und wahrgenommen. Ich bin davon ausgegangen, dass die Folge 3 halt einfach so genannt haben, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu ziehen, damit es mehr Leute gucken. Aber das klingt ja so, als hätte er das wirklich vor Ort in der Situation als einen Bärenangriff wahrgenommen. Weiß nicht, also das soll jetzt überhaupt nicht Disrespekt sein oder sowas, aber das war doch keine Attacke, oder bin ich doof? Oder das war doch auch kein Angriff. Also der Bär war halt interessiert und kam rüber und war super neugierig. Und keine Ahnung was, aber das war doch kein Angriff. Also der Chat hat irgendwie das Gefühl, dass der Bär erschossen worden ist. Otto hat ein schlechtes Gewissen, weil er den Bär gekillt hat, denke ich. Deswegen zittern die auch so, weil die den Bären über einen Haufen geballert haben. Warum sollte man die wichtigste Szene rausschneiden, wenn man den Bären nicht erschossen hat? Die haben auch den Bären nicht erschossen. Nur mal von der Theorie her. Die hätten den Bären oder haben den Bären jetzt wirklich erschossen. Nur von der Theorie her. Und merken jetzt, fuck, scheiße, das war notwendig, entscheiden sich dann aber dazu, weil sie keinen Bock auf einen Shitstorm haben, das nicht zu zeigen, dann hätten die doch die komplette Szene nicht reingeschnitten, oder? Also entweder das ist passiert und du stehst dazu und du dokumentierst alles, wie es ist und zeigst das dann, okay? Und wenn du sagst, ey, das können wir auf keinen Fall jemandem zeigen, so, bla bla bla, nur fiktive Beispiele gerade, dann zeigst du doch von der Szene gar nichts. Also du zeigst doch nicht die Szene mit dem Bandschuss und blabiblub und hast, naja, keine Ahnung. Ein bisschen marschieren und gucken wegen Nahrung. Hinter uns haben wir jetzt den ersten Spot, wo wir sagen... Also ich glaube jetzt nicht, dass sie die Bären über den Haufen geschossen haben. Ich finde es aber trotzdem sehr komisch und merkwürdig und verstehe es nicht ganz, warum diese Szene halt nicht drauf ist, wie dieser Bär wegrennt und somit ja das Ganze irgendwie dann, ja, aber... Da könnten wir angeln. Ihr seht das Wasser... Da, wo es so ganz tief ist. Oder Fabio hat einfach in dem Moment die Kamera hingelegt und man sieht nichts. Leute, die hatten beide eine GoPro an sich, die ganze Zeit lief. Diese Aufnahme mit Fabio seinem Handy, das war eine dritte Kamera, die zusätzlich diese Nahaufnahmen gemacht hat. Diese ganzen anderen Aufnahmen, die davor und danach passiert sind, sind alle mit einer GoPro gewesen, die ganze Zeit durchlief und an denen dran montiert war. Ja, die hatten noch beide GoPros an sich dran, die ganze Zeit lief. Davor und danach. Und wahrscheinlich auch währenddessen. Und nicht mehr ganz so schnell fließt. Wir haben ja schon einen Grayling, heißt es hier. Eine Esche schon gesehen, eine kleine heute. Und das wäre eigentlich so ein Spot, wo man angeln könnte. Wir wollen jetzt aber erstmal weiter ein paar Meter noch machen. Bedeutet aber für uns, good news, so langsam kommen wir in Richtung Angelgewässer. Endlich essen. Das war zur Not. Oder nee, endlich mal auf. Kommt mir das nur so vor oder sieht Fabio übelst gelb aus im Gesicht?
nicht was. Guck mal, also es ist mir vorhin schon aufgefallen. Ich habe es nicht angesprochen, weil ich dachte, das ist irgendwie das Licht oder so. Aber jetzt sieht man es hier nochmal ganz krass. Guckt euch mal die Haut an, normal. Und Fabius Gesicht ist komplett gelb. Das ist doch so ein Leber, irgendwas mit. Ist das nicht so ein Ding? Wenn das Gesicht oder die Haut, dass du irgendwie so ein typisches Krankheitsbild für irgendwie Leber ist oder sowas? Also das ist irgendwie. Futtern können. Mit ein bisschen Salz dabei und Chili-Salz und so. Oder? Aber schöne Stelle einfach, oder? Dieses Wasser, es sieht einfach mega aus. Mir gefällt's. Und wir sehen hier, wir sehen ohne Ende Spuren. Hier alles Karibu-Spuren, die da lang gelaufen sind. Auch recht frische. Ja. Ja. Ein Karibu, das latscht natürlich einfach durchs Wasser. Das muss die Schuhe nicht ausziehen wie wir. Jetzt wäre ich. Da müssen die Augen auch gelb sein. Gerne ein Karibu. Wir haben erst Tag 5. Und uns beiden geht der Bärenangriff nicht aus dem Kopf. Das irgendwie irritiert mich, das Chat. Irgendwas ist doch da komisch. Also Otto spricht jetzt nochmal ganz klar über diesen Bärenangriff. Und faktisch haben wir das nicht gesehen. Irgendwas ist da komisch. Oder seht ihr das anders? Bin ich jetzt hier schon wieder Verschwörungstheoretiker? Das war jetzt eine super, super knappe Kiste. Also, weil er auch. Also, Otto spricht so ein bisschen davon mit, es war super knapp, er war schon im Visier. Das haben wir auch nicht auf der Kamera gesehen. Es war extrem nah, 30 Meter. Aber diese Aufnahmen wurden nicht gezeigt. Die auch hätte ganz anders ausgehen können, wenn wir den Bären nicht entdeckt hätten. Wir wären irgendwo durch die Büsche gegangen, wie wir sonst so oft schon gemacht haben. Durch irgendwelche kleinen Schluchten. Auf einmal wäre er vor uns gewesen. Wir hätten keine Zeit zu reagieren, keinen Warnschuss abzugeben. Und der Bär attackiert einfach. Und wir wollen jetzt einfach nur mal ein bisschen die Gedanken mitteilen. Fabio und ich sind echt gerade überlegen, ist es das wert, so eine Tour weiterzumachen? Oder riskieren wir unnötig unser Leben, das Leben der Familien damit? Weil das wäre natürlich auch, kann man ja ruhig sagen, zum Teil zerstört mit so irgendwas. Absolut. Also ist das jetzt einfach nur so ein absolutes Ego-Ding, wo man sagt, wir müssen weitermachen. Ja, weil wir krasse Typen sind. Ja. Also. Aber wenn die beiden, ne? Also guck mal, wir haben da jetzt nicht, wir haben da nicht Fritz Meinecke und Survival Martin, die Dulli-mäßig im Tiny House pennen. Sondern wir haben Elite-Soldat Otto Karasch, weißt du, der irgendwelche Auslandseinsätze und sonst was hatte. Und wir haben einen Fabio, der auch seinen Kopf sehr krank ausmachen kann und bei Seven vs. Wild Staffel 1 mit irgendwie 5 Tage lang mit Unterkühlung da irgendwo drin liegt und hast du nicht gesehen, ne? Wenn die beiden sich nach dieser Aktion, die da gerade passiert ist, solche Gedanken machen, die gerade aussprechen, die ich nachvollziehen kann, dann war das doch, da muss doch da mehr passiert sein, als das, was in den Aufnahmen gezeigt worden ist. Also weil das, was wir in den Aufnahmen gesehen wurden, war trotzdem krass. So, der Bär geht da diesen kleinen Berg runter, ist ungefähr in, keine Ahnung, 70 Metern, 100 Metern, ich weiß es nicht. Ne? Es gibt diesen Warnschuss und mehr Aufnahmen gab es ja nicht. Aber es wurde jetzt zweimal von einem Bärenangriff, einmal von einer Bärenattacke geredet und jetzt diese krassen Gedanken dazu. Das klingt ja nicht danach, als wäre es nur ein Jungbär und dann gab es einen Warnschuss und dann ist der weggerannt. Sondern das klingt ja schon, als ob da irgendwie mehr war. Wisst ihr, was ich meine? Die sind auch so downermäßig drauf, ganz merkwürdig. Die sind komplett, das merkst du definitiv, dass da eine ganz andere Vibe und eine ganz andere Stimmung gerade seitdem ist. Aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass da eigentlich noch mehr passiert ist irgendwie. Oder ist es der Nahrungsentzug, der jetzt an Tag 5 reinkickt? Das beschäftigt uns sehr gerade. Die letzten Kilometer waren jetzt wirklich, wir haben jetzt noch nicht viel gemacht. Ja. Aber geht's? Otto, sein Ohr ist auf jeden Fall schon wieder komplett verkohlt, Alter. Guck dir das mal an, das ist eine richtige Kruste. Die ganze Zeit durch den Kopf durch, oder? Vor allem, wir müssen bedenken, wir hatten innerhalb von 15, 20 Minuten 2 Grizzlies. Der eine, der uns zum Glück früh genug gewittert hat und ein alter, großer Bär war, der abgehauen ist, der sich gedacht hat, oh, okay, kenne ich nicht, hau ich ab. Und das andere war genau das, wovor uns gewarnt worden ist. Ein junger Bär, der noch nicht viel kennt, die total neugierig sind, sich erstmal die Welt entdecken wollen wie so Teenager, sagen, oh, ich bin eh der Stärkste und Größte. Wenn sowas eben nachts passiert, wir liegen in unseren Schlafsäcken, wir haben jede Nacht mit Moskitos zu tun, ziehen uns die Dinger über den Kopf.
Und da müssen wir halt auch realistisch sein, wenn so ein brachiales Tier mitten in unserem Lager auf einmal steht oder am Lager. Das wäre auch mein größtes Problem bei dieser ganzen Geschichte, die die da machen. Nachts da irgendwo im Biwaksack unterm Tarp liegen, ja, kommt nachts der Bär und reißt dir den Kopf ab. So, da, was willst du da machen? Bis wir da mal angefangen haben, ja. Moskitonetz, Schlafsack, ja. Biwaksack, Waffe, durchrepetiert. Da kannst du, das kannst du machen, wenn du zu viert bist, sag ich mal, und dann machst du eine Nachtwache. Jeder 2 Stunden. Oder sagen wir mal 1 Stunde oder sowas. 2 Stunden ist schon zu lang. 2 Stunden ist zu lang. 1 Stunde. 1 Stunde Nachtwache, dann kannst du mal 3 Stunden pennen. 1 Stunde Nachtwache, 3 Stunden pennen. Ist nicht geil, ohne Frage. Aber das wäre das der Punkt, wo ich sage, das bringt eine gewisse Sicherheit. Oder eine Bärenanlaubanlage. Und ganz ehrlich, bei 8, na gut, die kostet wieder Strom, ne? Ah, ich wollte gerade sagen, bei 38 Kilo, da kannst du auch noch eine Bärenanlaubanlage noch mal dabei haben. Ja, zu zweit, irgendwie, das ist natürlich Bullshit. Also, ne, wenn die jetzt zu zweit sind und hier irgendwie so eine Nachtwache schieben, das kannst du mal für 1-2 Nächte machen. Aber ja nicht über 30 Tage in dem Szenario und alles. Das ist ja völlig krank. Man hat eben auch bei dem Bär gesehen, wie schnell die sind. Ja. Und sehr schnell, ja. Der hat easy peasy hier so einen Fluss überquert. Aber sowas weiß ich doch vorher. Was mache ich, wenn nachts der Bär kommt? Ja, tendenziell weißt du das vorher, dass das eine theoretische potenzielle Gefahr ist. Aber ich sage mal, zu Hause auf dem warmen Sofa sind die Entscheidungen halt auch anders, als wenn du irgendwie Euphorie für ein Projekt hast, wenn du vor Ort bist, wenn du müde bist und hast sie nicht gesehen. Ne? Das ist, ja klar, ist das irgendwie logisch und du machst dir da vielleicht auch drüber Gedanken, ist bei Seven Bears White und so genauso gewesen. Aber wenn eine Situation dann vor Ort wirklich eintritt, nicht gleich so krass, aber ein Vorbote davon ist, dann bist du plötzlich in so einer Realisation und denkst so, ja, scheiße, das ist real gerade, was hier gerade passiert so. Das ist schwierig zu beschreiben. Was macht er dann, wenn er 2 Meter vor einem... Sorry, dass ich die ganze Zeit unterbreche, aber ich will auch ein bisschen auf den Chat eingehen. Würde Feuer helfen, haben Bären Angst davor? Gute Frage. Ja, könnte sein, dass Feuer hilft. Gibt aber auch Videos, wo die Feuer überhaupt nicht juckt. Steht und man liegt im Schlafsack. Ja. Ja. Ich wollte euch einfach mal unsere Gedanken mitteilen. Wir denken gerade sehr drüber rum, wie weit wir gehen wollen und was Sinn macht tatsächlich. Deswegen, ganz ehrlich, Gedanken mitteilen. Ja, so sieht es gerade bei uns innen drin aus. Wir haben wieder mal einen Freudemoment, denn wir sehen die ersten Birken. Und Birken bedeutet, Zunder. Wir kriegen Feuer weit schneller an, was schon mal sehr, sehr gut ist. Die sind nicht besonders groß, aber es sind Birken. Die ersten Birken. Birke! Wie man sie einfach über so einen Baum freuen kann. Einfach über so einen kleinen Baum. Sehen ein bisschen anders aus wie bei uns von den Blättern. Da ist wieder hier der schöne Bisonberry. Leute, die Blätter sehen aus wie von so einem Apfelbaum oder so, ne? Krass. Krass, das sieht gar nicht so aus. Nee. Das Blatt her völlig anders als bei uns. Ja. Völlig anders. Aber Rinde fühlt sich so an. Aha. Zundermaterial. Dass wir jetzt hier auf dem flachen Flussufer laufen können, ist natürlich ein absoluter Jackpot, weil die letzten Tage mal hoch, runter und da war der Fluss nie breit genug. Und jetzt hier. Sind Pappeln keine Birken? Ich weiß es tatsächlich nicht, keine Ahnung. Das könnte auch so eine Graupappel oder sowas sein, oder wie die heißt, oder Silberpappel oder so. Hier auf dem Ebenen laufen zu können, sorgt dafür, dass wir natürlich deutlich schneller unterwegs sind und Strecke machen können, was wiederum Hoffnung gibt, dass wir bald an eine Stelle kommen, wo wir fischen können. Gerade eben habe ich noch vom Flussbett geschwärmt, dass wir schön Strecke machen können. Jetzt müssen wir aufgrund des Flusses, des Verlaufes hier wieder hoch und über die Hügel, aber es geht nicht anders. Na, und oben ist Meister Grizzly am Start. Pilze. Ach was. Ah, wieder Pilze essen. Kurzpause, ja. Vielleicht da vorne können wir besser sitzen. Wir sind gut außer Atem. Haben uns gerade diesen kleinen Hügel da hochgekämpft. Was gar nicht so hoch aussieht, aber mit dem Gepäck und leichtem Energiemangel
ist es schon sehr sportig. Es sieht super. Fabio hat immer noch ein gelbes Gesicht. Das sieht so krass aus. Super schön aus, deswegen. Das sieht irgendwie nicht gesund aus. Guckt, wie dieser die Kontrast. Drohne steigen, damit ihr auch erfahren könnt, wie schön das einfach hier ist. Herrlich. Die gehen jetzt auf Drohnenjagd. Leute, ich freue mich gerade sehr. Ich habe was gefunden, was ja, Otto und mich immer an diesen Trip erinnern wird. Und zwar eine Abwurfstange vom Caribou. Die packen wir auf jeden Fall ein. Otto! Top! Nimm mit, komm! Pack hinten ran! Nicht euer Ernst! An Tag 5 erstmal 25 Tage eine kleine Abwurfstange mitschleppen. Geil! Die sieht auch richtig scheiße aus, ne? Also, die ist ja schon richtig vergammelt hier überall und offen und hier oben abgebrochen und alles. Mega! Fabio und ich machen jetzt mal eine kleine Bärenmahlzeit. Und haben wir gefunden, 4 Stück haben wir schon. Oh, herrlich, ey. Hoffentlich die gleichen wie gestern. 40 Kilo haben wir voll. Wir haben es uns aber gut gemerkt und abfotografiert, also das sollte funktionieren. Ein paar Steine aus dem Flussbett wäre auch noch nett als Andenken. Ja, Feuer machen, kleine Pilzpfanne. Ich guck mal, wie viel, was die Ausbeute so mit sich bringt jetzt hier. Herrlich. Ich bin schon auf den Geschmack von gestern und das Salz. Das freue mich auch drauf. Ich bin sonst gar kein Salzmensch, also null, noch nicht mal Spiegelei, irgendwas. Und hier habe ich das echt zu schätzen. Mule rein und weiter. So, Fabio ist jetzt unten zum Fluss und reinigt unsere Pilze. Ich bereite in der Zeit das Feuermaterial vor. Oh, das sieht aber gut trocken aus. Von Anzündmaterial, klein, größer werden, noch größer. So, das war gleich hoffentlich, da bin ich guter Dinge, weil das jetzt wirklich alles schön trocken ist und knackst und knarzt. Unser Feuer haben, eine kleine Pilzpfanne essen, ist wieder gut fürs Gemüt. Aber weißt du, was mich interessiert? Boah, hier liegt erstmal das Stativ rum, ne? Warte mal, sieht man das hier vielleicht? Das ist sehr für nee, auf der anderen Szene könnte man das vielleicht sehen. Knacks und Knarz. Unser Feuer haben. Scheiße, man sieht die Uhrzeit nicht. Aber ich frage mich, wie lange die jetzt, die sind doch erst 13 Uhr los. Und wie lange die jetzt unterwegs waren, bis vor die jetzt schon wieder da irgendwie einen Stopp machen. Eine kleine Pilzpfanne essen. Es sieht so aus, als würde hier 6 oder 4,71 Kilometer stehen. Ja, 37 Minuten, aber man erkennt nicht, wie viele Stunden davor. Ist wieder gut fürs Gemüt. 13 Uhr los und 14 Uhr erstmal zweites Frühstück. Dessert für heute ist wohl auch wieder klar, oder? Ja, natürlich. Man sieht so Bilder von Kanada und denkt so, wie krass ist das denn? Aber wenn man selber live drin ist, die Berge, wie all die Gesteinsformationen irgendwie so laufen, muss überlegt, wie ist das alles entstanden und dann diese Weite auch, die wir hier haben. Ne? Diese Weite hast du in Deutschland ja gar nicht. Heute sogar voller als gestern. Wie sehr läuft dir das Wasser im Mund zusammen? Schon sehr. Schon, oder? Das hat gestern so gut getan, obwohl die Kalorien ja gleich null sind, aber das ist schon die Kombi, auch mit dem Salz, dann nachher noch Blaubeeren, das wird gut. Kaffee. Ach, guck mal, hier bei Zimmernswelle, Fabio, 18.07 Uhr. Okay, nee, krass, die waren jetzt schon, 4-5 Stunden unterwegs. Auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon. Okay, drauf. Kam jetzt gar nicht so rüber, ne? Schmeckt wirklich ein bisschen weniger nach Pilz. Ich finde die Konsistenz aber besser heute. Mhm. Wir haben sie nicht so matschig gekocht wie gestern. Ja. Und im Nachgang merkt man ein bisschen Chili-Gewürz. Wir haben ein Chili-Gewürz dabei. Ja. Bisschen Chili-Gewürz ist auch noch dabei. Ich wollte gerade runter zum Wasser, um das hier auszuspülen. Oh. Und auf was stoße ich? Wieder Bärenspuren. Ja. Ja. Wir sind am Nachtlager für Tag 5 angekommen. Ja. Und zwar haben wir uns hier für den Spot entschieden. Hier hinter ist eine Klippe, da ist schön Moos.
Wir haben hier gute Sicht. Mit der Klippe ist schon mal gut, da hast du nämlich keinen Fluchtweg. Und werden jetzt hier Lager wieder aufschlagen mit Tarp und allem drum und dran und hier die Nacht verbringen. Um unser Lager so ein bisschen zu schützen, haben wir hier Totholz zusammengetragen, dass wir hier so an die Öffnung legen, okay, um eine reellere Chance zu haben, frühzeitig reagieren zu können. Ja, aber gut, das ist clever. Das ist, ja, genau, einfach so ein bisschen zubauen, ne? Falls irgendwas. Damit du es zumindest mal mitkriegst, wenn der da irgendwie durch will, dass du es merkst, ne? Was in der Nacht ist. So sieht so eine Lage aus. Fast fertig. Verbarrikadiert, soweit es eben fürs Gefühl gut ist. Da hinten wird es schon richtig dunkel. Donner haben wir schon gehört. Von dem 38 Kilogramm Rucksack sind 5 Kilogramm Chili-Gewürze. Naja, so wird es eben nicht gesehen. Das heißt, gleich dürfte wahrscheinlich auch Regen anfangen. Beim Tarp haben wir natürlich jetzt, ich nochmal, einen theoretischen Fehler gemacht. Und zwar kommt der Wind, ja, bläst in das Tarp hinein. Haben wir jetzt aber mit Absicht so gemacht, damit wir hier quasi in die Richtung sicher sind. Oder gefühlt sicher. Und einmal natürlich, wir haben trotzdem noch Platz runter, wenn der Regen, weil der Regen kommt meist dann auch von der Seite, wenn der Wind von der Seite kommt. Und das sollte hoffentlich auch ein bisschen gegen die Mücken helfen. Ich meine, wenn es eh gleich regnet, auch keine Mücken mehr da. Weil gestern war schon irre mit den Mücken. Ja. Bin gespannt, wie viele Kilometer die heute gemacht haben. Sehen wir sicherlich gleich in der Zusammenfassung. Otto, der alte Feuerteufel, da kennt er nichts. Während es im Hintergrund donnert, versuchen wir jetzt noch schnell hier ein paar Blaubeeren zu sammeln, um uns nochmal so eine leckere Blaubeerkrütze zu machen. Ja, jetzt die Frage, ob wir das noch rechtzeitig hinbekommen. So, der Wind zieht ordentlich auf. Ja, ordentlich windig. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir wollen jetzt noch, wir haben leider nicht den ganzen Pott gesammelt, sondern nur einen halben. Genau, ist noch ein bisschen drin. Ich hole noch ganz schnell. Haben wir gestern Wasser da reingemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, wir wollten Wasser reinmachen, habe ich gesagt, nee, lass ihn nicht reinmachen, die sind eh voller Feuchtflüssigkeit. Okay. Dann hole ich nur mal meinen Göffel und dann rühre ich nochmal um. Machen wir, schnapp. So sehen Sie nichts kommen, ist viel entspannter. Im Leben hätte ich das Tarp nicht so aufgebaut. Ja, das war tatsächlich auch gerade noch mein Gedanke im Sinne von, dass du ja dann aber auch keine Sicht hast in den Bereich, ne? Was ist jetzt besser, ne? Willst du eine Sicht in den, ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Habe ich gerade nicht so eine richtige Meinung zu, was cleverer ist. Simulieren wir hier und ihr seht schon, wie der Wind gerade aufzieht. Nacht ist eh dunkel. Ja, jein, es wird da ja nicht so richtig dunkel. Also, oder nicht lange, sagen wir so. Schnell, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch länger drin lassen würde, bevor es komplett verkocht. Nee, dann mache ich umrühren drin, oder? Was meinst du? Ja, ist gut, sonst wird es super wenig. Stimmt, hast auch wieder recht. So, bevor hier der Regenguss kommt, genießen wir noch ein bisschen warme Blaubeersuppe. Genau. Heute nur ein Viertel von dem, was wir gestern hatten, aber besser als nix. Richtig lecker. Also hier fehlt nur noch die Vanillesoße. Und die Waffel. Die haben sie da aber mit, oder nicht? Die Waffel, ja. Geil. Wo bleibt denn der Donner? Das ist zornig. Ich würde sagen, das ist bisher das gemütlichste und beste Lager. Bis jetzt schon. Das ist der weicheste Untergrund, muss man sagen. Der ist wirklich. Ja, es sieht aber wirklich echt gemütlich aus, so, ne? Weil sie alles so ein bisschen zugebaut haben und so. Super weich. Ja, ist alles hier so Moos. Das Einzige ist natürlich, der Wind pfeift hier ganz ordentlich. Aber wir haben einen schönen Windschutz gebaut. Und der Wind pfeift. Was mich interessieren würde, ich sehe jetzt hier den Biwaksack von Otto. Da ist wahrscheinlich auch alles drin und Isomatte und so. Aber es sieht so aus, als wäre hier noch was drunter. Ja, aber dafür haben wir zum ersten Mal kein. Was ist denn das hier zum Beispiel alles? Keine Mücken. Das ist so. Obwohl die da draußen eben uns schon überfallen haben. Ja, ja, wegen dem Winter, das ne? Das ist doch sehr angenehm, weil die letzten zwei Nächte wurden wir gut zerstochen. Das stimmt allerdings. Ja. Aber haben die nicht einen Tropenschlafsack mit dem Moskitonetz drin, was sie nutzen könnten? Der Rucksack? So, nee. Jetzt ein Donner, gibt hier Vollgas. Nee, hier ist doch irgendwie alles so ein olives, dunkles Zeug. Das auf jeden Fall. Ja.
Es könnte eine ungemütliche Nacht theoretisch werden, wenn man draußen ist. Ich glaube, wir können ganz gut pennen. Ja, denke ich auch. Also hier. Also gemütlich sieht es irgendwie aus. Sehr geile Idee mit den Regenjacken. Dass wir hier nochmal geschützt sind von, ja. Vom Fluss. Oh, das ist gut, das ist gut, das ist stark. Der Wind. Und das peitscht alles hier rein. Ja. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Keine Ahnung, was das hier alles ist. Jonas Owner irgendwas? Lagerbau, abschließen. Genau, gute Nacht. So, Gesamtstrecke, Tagesstrecke 4,4 Kilometer heute nur. Ach du Scheiße. Ja, warte mal, aber die waren seit 13 Uhr unterwegs, oder sind die 13 Uhr unterwegs gewesen? 13 Uhr unterwegs, bis irgendwann jetzt 18 Uhr oder sowas. Die waren jetzt 5 Stunden unterwegs und haben in den 5 Stunden 4,4 Kilometer geschafft. Das ist ja noch weniger als die Tage davor. Die sind jetzt bei 31,6 Kilometer, müssten aber bei 50 sein. Zugeführte Kalorien 76. Scheiße. Also, das ist schon krass, wenn du jetzt überlegst, dass die zwei Jagd, also dass sie quasi einen vollen Rucksack mit Gier und Angelzeug und hast nicht gesehen dabei haben. Zusätzlich auch noch ein Schrotgewehr und ein Jagdgewehr. Und im Endeffekt die einzige wirklich, ja, auch nur halb repräsentative Mahlzeit, die sie irgendwie zu sich genommen haben, ist dieser kleine Vogel, der irgendwie, keine Ahnung, 150 Kalorien hatte oder so, ne? Boah, das ist halt gar nichts. Das ist halt gar nichts, gar nichts. Krass, ey. 5 von 30 Tagen. So, das ist jetzt schon ein bisschen was, ne? Schau gerade unseren Lagerplatz. Boah, geil. Wie geil. Alter, was ein Moment. Okay, es sind nicht nur zwei, sondern vier. Oh, 9.17 Uhr. 9.17 Uhr, was ist denn da los? Warum sind die schon wach? Da drüben ist auch noch einer. Die fahren am Schluss safe mit den Packrafts. Ja, und darüber machen die dann den Kilometer, machen die dann plötzlich die ganzen Kilometer mit den Packrafts? Aufgewacht, jetzt erstmal Laptop an. Da frage ich mich nun, warum sie die nicht schießen oder dürfen die nicht? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie die schießen dürfen. Ich glaube, sie schießen sie nicht, weil sie das ja nicht mal ansatzweise verwerten können. Also weißt du, das, ich meine, was wiegt so ein Karibu? Keine Ahnung, 80 Kilo? 100 Kilo? 150? 20? Ich weiß es nicht. Aber, also da kannst du, also wie, guck doch mal deinen Mageninhalt an. Wie viel willst du denn von dem Tier essen? Und kannst du nicht das ganze Karibu jetzt mitschleppen? 5 und das andere 6 Karibus. Krass. Die müssten ja eigentlich eher sowas wie Hasen oder Vögel oder irgendwie so ein Ding, ne? Ein Reh ist auch nicht größer. Naja, aber ich finde, die haben schon irgendwie deutlich mehr Körpervolumen. So im Vergleich zu einem Reh. Ein Reh ist auch deutlich schmaler. Jep, wurde in Folge 1 gesagt, dass sie dürfen. Ach krass. Ja, wäre nicht verhältnismäßig. Na gut, das liegt immer im Auge des Betrachters, ne? Also ich glaube, es ist einfach zu viel Fleisch. Aber es würde sich dann wahrscheinlich eh der Bär holen und snacken. Dann wäre der auch satt und würde sie nicht mehr angreifen. Ich wollte gerade hier Wasser holen und das hier sieht mir doch verdächtig nach irgendeinem Bärenunterschlupf aus, weil da liegt so ganz viel, was ist das, Kot oder irgendwelche Früchte? Das ist alles Kot. Digga, was? Ist ein Köttel, mach ein Köttel. Hä? Da hinten geht's tiefer rein. Keine Ahnung, was das für ein Tier ist, was hier den ganzen Kot... Alter, was ist das denn? Kennt sich jemand aus? Hä? Das ist ja übel viel. Das ist doch aber kein Bär. Ein Bär macht doch nicht so eine Köttel. Also diese Köttel entstehen doch durch ein kleines Popoloch. Und nicht durch ein Bärenloch. Doch, das sieht definitiv aus wie Köttel, aber halt von irgendwas anderem. Gut rausräumt. Crazy. Also ich muss sagen. Aber doch nicht von einem Bär. Guck mal, hier, so Bärenkot sieht immer eher wie so ein Flatschen aus oder sowas. Nee, warte mal, das ist so Hase, ne? Hasenkot? Na, wieso Köttel? Guck mal, Hasen machen so eine Köttel. So eine kleine Kugeln. Aber wer macht so eine Würmer? Da haben wir's. Es ist das Murmeltier. Das Murmeltier macht diese runden Köttel. Diese länglichen, diese Tic-Tacs. Karibu ist auch so runde. Sagen, heute merke ich wieder extremst das Kaloriendefizit. Ich war jetzt hier unten am... Aber Fabio ist nicht mehr gelb, das ist schon mal gut.
am Fluss, bin jetzt den steilen Hang hoch und heute habe ich richtig Low Energy. Wir sind noch keinen Meter mit den Rucksäcken gegangen. Das wird heute sportlich. Wir brauchen unbedingt was zu essen. Wir haben heute Tag 6. Laut unseren Uhren verbrennen wir jeden Tag zwischen 3000 und 3500 Kalorien. Es wird Zeit für eine richtige Mahlzeit. Boah, und dann diese Flasche hier. Alter. Oh. So, Nachtlager ist abgebaut. Oh, ja. Wir marschieren weiter mit der Hoffnung auf Nahrung. Kommen aber recht schleppend voran. Was heißt schleppend ist nicht, aber man merkt einfach die Energielosigkeit. Man ölt hier ohne Ende. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, den ganzen Schweiß. Es frisst Kraft, aber dafür ist die Gegend, jetzt das Tal, was sich gerade öffnet, malerisch schön einfach. Malerisch schön. Ey, so abwechslungsreich die Gegend, oder Fabio? Brutal. Also hier kriegt man die ganze Zeit irgendwas geboten. Wir sehen hier die ganzen Wildtiere am laufenden Band, überall dauernd Spuren. Dann die Landschaft, einfach so riesig und weit, wie man es nicht aus Europa kennt. Und es ist brutal. Hier natürlich jetzt auch immer schon weit voraus alles abscannen, ob sich da wieder so ein Chris so ein Bärchi verbirgt. Ja. Und dass wir da vorbereitet sind. Aber die sollten einfach ihren Schlafplatz hier oben machen. Da kommt der Grizzly nicht hin. Dennoch kann man hier die Natur genießen. Das Berli. Das ist einfach wunderschön hier. Guck mal, da bewaldet das jetzt auf einmal ist. Man merkt halt, wir sind ja, gut weit runtergekommen von oben. Ja. Von der Baumgrenze. Jetzt ist so ein bisschen mehr blühendes Leben. Oben war Krieg der Steine da oben quasi gefühlt. Hatte auch was, muss man sagen, so richtig episch. Aber das ist jetzt einfach malerisch schön. Ich könnte mir vorstellen, dass hier die Wilddichte noch mal größer wird, weil es hier einfach mehr zu fressen gibt. Ja, ja. Es nicht so lebensfeindlich ist wie ganz am Anfang der Abschnitt oben in den Bergen. Ja. Guck mal, was wir noch einfangen können in Bildern. Videos für euch. Genau. Wir haben gerade drüber gesprochen, dass wir nicht nur an dem Spot, wo wir Pause machen und nächtigen, auf Pilzsuche gehen, sondern auch auf dem Weg dorthin, damit wir vielleicht auch mal heute eine Mittagspause machen können. Jetzt haben wir den Tryback ausgepackt. Ich habe lang keine Pilzsuppe mehr gesehen. Dann werde ich mir hier gleich an den Chest-Trick dranhängen. Ja. Dann können wir da immer Pilze reinhauen und nachher eine größere Portion als die letzten Tage. So, wir gehen wieder runter zum Fluss. Und hier kommen wir wieder im Gebiet mit wenig Weitsicht, vielen Büschen, Bäumen. Entsprechend fokussiert sind wir hier in dem Bereich. Hier in so einem Bereich, okay, in dem wir sind, mit so wenig Sicht, gehen wir mal hin, haben die Waffen dabei. Und zwar für allen Ernstfall, für Notfall quasi jederzeit ready zu haben. Ist manchmal nicht angenehm, das Gefühl, durch so dicht bewaldetes Gelände zu gehen. Schöner Rasen. Aber geht nicht anders. Zumal wir ja schon gesehen haben, wie schnell so ein Grizzly sein kann. Und vielleicht gucken wir mal aus Versehen, nicht in genau in die Richtung, aus der der kommt. Da, wo ist denn die Kamera eingestellt? Man sieht ja nur Gras. Und deswegen ist es auch so, dass wir so ein bisschen da so strukturiert haben wie beim Militär. Der da vorne geht, überwacht das vor ihm liegende Gelände oder sichert nach vorne. Und der da hinten geht, schaut sich auch immer wieder um. Weil kann ja sein, dass einem einfach hinter einem was geht. Ja. Wäre ja gar nicht so. Wenn man nämlich flankiert wird und dann schnappt die Natter von hinten zu. Angenehm. Wie ist es, durchs Flussbett zu gehen, Fabio? Angenehm. Ich massiere schön die Faszien unter den Füßen. Dadurch, dass ich Barfußschuhe habe, ist das so, wie wenn ich mit einer Faszienrolle die ganze Zeit top auf die verklebten Faszien trete. Also es ist ein Schmerz, aber ich liebe den Schmerz irgendwie. Ich weiß nicht warum. Vermutlich, weil ich denke, es ist gut für die Füße. Wir haben gerade so einen richtig schönen einen Abschnitt hier. Wir können richtig groß durchs Flussbett gehen, einen Meter machen. Klar, man muss ein bisschen aufpassen wegen den Steinen. Die sind alle unterschiedlich groß.
Aber es geht, wir können machen. Schraubenmeter. Wir haben knapp 3 Kilometer hinter uns und wenn jetzt hier mal... Ah ja, guck mal, 3 Kilometer um 13:44, das ist schon mal gut. Eine kurze Pause machen, Rucksäcke absetzen. 18 Grad haben die? Was trinken. Eieiei. Dann geht's weiter. Krass, was für ein Unterschied zu dem zum Bereich am Anfang, ne? Von unserem Pausenspot eine Stelle entdeckt, wo eventuell Fische drin sein könnten. Ich schau mal mit euch zusammen nach. Oh, ich sehe eine Mücke an seinem Arm. Ja, wir gucken mal zusammen. Ich sehe aktuell keinen Fisch. Fisch. Kein Fisch. Habt ihr was gesehen? Nein. Ich kann von hier oben nichts erkennen. Die Sonne scheint, wir haben hier ein schönes Pausenplätzchen. Wir dachten gerade so, ey, lass uns doch einfach diese Pilzsuppe jetzt mal so zum... Ah, das ist das Thumbnail. ...Mittag machen. Das wäre doch mal geil, so für den Weitermarsch. Und ich greife so nach links, merke nur die Handschuhe, der Sack ist weg und schwimmt irgendwo im Fluss oder liegt im Wald. Pilze sind weg. Ich weiß nicht, ob ihr hier die Kollegen auf der Kamera seht, aber die spotten uns. Ah, herrlich. Ja, passiert. Passiert. Vielleicht ist es auch einfach die Konzentration aufgrund von Nahrungsmangel. Weiß man nicht, keine Ahnung. Kann passieren. Waren was willst du machen? Wie, so ein paar Geier, wie ein paar Geier, die über uns gekreist sind. Otto geht auf erstmal einen Sonnenbrand rein. Nur weil wir hier mal ein bisschen Päuschen machen. Zack, kommt wieder einer. Mal gucken, na, was ist das? Wir leben noch. Kurze Frage, warum schießen die nicht? Kann man die essen? Ihr Aasfresser. Die Krähen sehen den Bärenkadaver. Mhm. Noch nie einen Menschen gesehen. Hier, guck mal, wieder einer. Aasfresser besser nicht. Mhm. Alter, Leute, das ist gerade ein Schauspiel. Da hinten hat sich einer hingesetzt, spottet uns. Da. Es werden immer mehr. Ich wette, die tauchen gleich mit dem Dryback und deinen Pilzen auf, weißt du? Ja. Wie finden die? So, am Horizont, ihr seht es schon, sehen die Wolken wieder so semi-gut aus. Wir wollen noch einen Meter machen, um hoffentlich jetzt gleich außerhalb von dieser Gletscherzone zu kommen. Oder, weiß ich, da wo einfach der Fluss ein normaler Fluss wird und nicht 10.000 Arme unterteilt ist. Das heißt, wir müssen... Aber bleibt das nicht so? Aber noch einmal komplett rüber. Das machen wir jetzt. Fabio fliegt erstmal ein bisschen Drohne dabei. Fabio geht wieder mit der kompletten Hose random. Ach du Scheiße. Was? Also. Oh nee. Was war das denn gerade? Fabio ist mit der kompletten Hose, den kompletten Schuhen da durchgelaufen und ist jetzt bis zum Hoden nass. Naja, weiß ich auch nicht. Das ist halt echt kontraproduktiv, ne? Also. Bisschen nasse Klamotten ist die eine Sache, 18 Grad, trocknet, okay. Aber dieses nasse Schuhe und dann in den nassen Schuhen laufen, das ist halt einfach für deine Füße richtig dumm. Ja, sieht krass aus. Sieht richtig krass aus. Heftig. Kann man auch mal gut mit dem Gravelbike lang. Hinweise auf Bären oder einen. Ah, auch wichtig ist, die Sonnenbrille ist natürlich auch dabei. Ist doch logisch. Hallo? Ja. Wir gehen gerade so Gedanken verloren. Alter. Durch dieses große Fluss. Geil, ey. In richtigem heutigen Lagerplatz. Beste Serie. Und ich weiß nicht, ob ihr erkennt, was da liegt. Siehst du? Hat Fabio überhaupt seine Abwurfstange mitgenommen? Abwurfstange vom. Otto holt das jetzt. Das ist das aus dem Trailer. Ein kompletter Schädel. Aber das sieht noch recht frisch aus. Mega, schönes Fundstück. Fabio ist gerade durch den Fluss gegangen und holt das. Die Abwurfstange. Vielleicht ist auch ein Schädel. Ich bin gespannt. Er guckt gerade sehr, sehr skeptisch. Okay, das ist keine Abwurfstange, sondern das ist hier verendet bzw. wurde gefressen. Krass. Krass, das nehme ich jetzt auch noch mit. 45 Kilo. Sieht man hier noch irgendwelche anderen Spuren? Ich sag's dir, die nehmen das mit. Nee. Okay, jetzt wissen wir es.
da ist auch noch ein bisschen Wirbelsäule mit dran. Das heißt, das Karibu ist irgendwie verendet, gejagt worden, was auch immer. Fabio wird es uns jetzt gleich präsentieren. Fabio, du sollst nicht ein ganzes Karibu mitbringen? Krass. Und Fabio ist wieder gelb im Gesicht. Oder? Hä? Guck dir mal die Wirbelsäule an. Ja, große Tiere. Scheiße, ey. Tiere, das war ein ordentlicher Bulle. Krass. Alter Schwede. Riecht auf jeden Fall krass nach Verwesung. Magst du doch. Ja. Boah, heftig. Da sieht man erst mal, was für eine dicke, fette Wirbelsäule so ein Tier hat. Und wie groß das Geweih hier ist. Guck mal hier, die Käfer im Hirn. Lecker. Mmh, die könnt ihr doch essen. Fundstück des Tages, würde ich sagen. Richtig krass, ja. Schönes Andenken an diese Tour. Das sehe ich auch so. So, Fabio operiert jetzt hier die Wirbelsäule ab. Oh nein, nein. Ziel ist nämlich, wenn wir es dürfen, das mit nach Deutschland zu nehmen irgendwie. Mal gucken, ob das klappt. Alter, das kannst du keinem. Das wäre natürlich was Schönes erzählen. Als Andenken einfach, da mitzunehmen. Digga, hier ist noch frisches Zeug drin. Das ist hier noch Mark und Fleisch und hast du nicht gesehen. Und das packst du dir jetzt an deinen Rucksack, damit dein Rucksack, deine Klamotten und deine Spur komplett nach Aas riecht und du damit noch irgendwelche Viecher anlockst und noch zusätzlich 4 Kilo mitschleppst oder was? Das, also, weiß nicht, was das wiegt, aber mit dem Geweih und Schädel und allem, oh, das lockt doch so die Viecher an. Guck mal, das ganze Rückenmark noch drin. Ja. Lecker. Mhm. Das schätzt du wie alt? Wie lange liegt das? Das Rot hier, siehst du, das Blutige noch so ein bisschen. Ja. Frisch und am Bast. Okay. Also jetzt vor, weiß ich nicht. Wirbelsäule ist jetzt ab vom Oberteil. Fabio wäscht das Ganze ein bisschen aus. Und ich bin mal gespannt. Es wäre natürlich echt schön, wenn wir das mitnehmen könnten nach Deutschland. Und dann kann das sich hinhängen in seinen Raum, wohin auch immer ins Haus, als Andenken an diese Tour. So, kannst du keinem erzählen. Wie sieht's aus, Fabio? Ja, ist immer noch genug Zeug dran. Ich glaube, das Auswaschen hat nicht viel gebracht. Aber dann hoffen wir mal, dass es nicht wirklich alles mögliche Zeug anlockt. Fabio hat jetzt die Herausforderung, wie kriege ich das noch an den Rucksack dran? Ja. Mit dem Tourniquet. Er nimmt jetzt den Tourniquet, das Überlebensding schlechthin, wenn du irgendwie eine krasse, starke arterielle Blutung hast, um das mit dem Aas voll zu schmieren und einen Rucksack dran zu machen. Wir sind gespannt. Wir haben eben schon gesagt, naja, von Weitem sieht er dann aus wie ein Karibu, was da langläuft. Könnte also vielleicht ins Beuteschema passen. Ah, nee, nimmt er doch nicht. Wir hoffen mal nicht. Ich lasse Fabio einfach so 500 Meter. Da ist noch ein Tourniquet. Hier ist ein Tourniquet und da ist ein zweiter Tourniquet dran. Komm mal herlaufen. Das sieht auf jeden Fall sehr handlich aus, dein Rucksack jetzt. Ja, endlich mehr Gewicht. Endlich mehr Gewicht. Der Rucksack ist so leicht. Ja, Mitte 30 Kilo. Denke ich auch, 35 Kilo trainiert halt nicht, ne? Ja, ja. Ja, das ist gut so. Das kannst du doch, also, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Aber es lohnt sich. Aber es lohnt sich. So ein Andenken zu Hause. Aber dann, warum haben die nicht den Bärenschädel mitgenommen, den die da geschossen haben? Zu haben, das erfreut mich schon sehr. So. Ich glaube, du musst dich einmal drehen für die Kamera. Wir wollen jetzt alle sehen, wie das von hinten aussieht. Ach du Scheiße. Jawohl. Ja, das kann. Kommt mir das nur so vor oder ist der Rucksack hier unten klitschnass? Kann man machen, würde ich sagen. Sieht aus, als wäre das hier alles nass hier unten. Aber es kann auch täuschen. Ja. Aufs Training. Aufs Training. Und ja, schönen Verwesungsgeruch, den wir jetzt mit uns mitziehen. Wir marschieren hier schätzungsweise jetzt noch den letzten Kilometer bis zum jetzigen Lagerplatz oder zum heutigen Lagerplatz. Und diese Gegend erfüllt uns gerade beide voll mit Freude. Guck mal, er hat. Warte, das seht ihr gar nicht.
Fabio hat hier, der Rucksack ist eh schon breiter als seine Schultern und er hat jetzt hier raus, aus der Seite, nochmal ein Geweih, was ungefähr, ich will jetzt nicht übertreiben, 80 Zentimeter, wenn nicht sogar einen Meter rausragt, links und rechts, der kann doch überhaupt nicht mehr durch den normalen Wald laufen. Der bleibt doch überall hängen. Es ist gefühlt wie das Leben. Ein ganz breites Tal haben wir hier, sehen ganz viele Bäume. Oh. Wir wissen, jetzt kommt langsam die Region, wo wir auch angeln können. Und dann auch noch schöne Kadaver im Lager nachts. Ja, und das riecht ja dann noch alles danach. Das zieht ja dann in die Rucksäcke ein und so. Wo also wirklich nach jetzt fast 7 Tagen Hunger, würde ich mal sagen. Also wir haben Blaubeeren gegessen. Wir haben Pilzpfanne 2-mal gemacht. Ein bisschen Fleisch, minimal. Zum Thema, ob das zu krass aussieht wegen dem Fischei. Guck bitte nochmal hier. Fabio ist sehr weit weg. Also, dann lass es kein Meter sein. Aber ich sag mal so, es wirkt so, als würde er die Arme ausbreiten können und das ist ungefähr die Distanz. Als würdest du durch den Wald gehen würden, durch dickes Gestrüpp und breitest die ganze Zeit dabei deine Arme aus. Na, da bin ich aber noch nicht gespannt. Dass wir dann jetzt hoffentlich auch wirklich mal vielleicht einen Tag haben, wo wir sagen, boah, man könnte mal satt ins Bett gehen. Da freue ich mich gerade richtig drauf oder wir beide freuen uns halt einfach richtig drauf. Weil das jetzt einfach hier eine Gegend ist, wo man sagt, boah, das fühlt sich jetzt nach Leben und Nahrung an. Ob so ist, das werden wir noch sehen, aber es fühlt sich erstmal so an. Der Sonnenschein trübt, hinter uns donnert es schon. Das heißt, der Regen ist uns auf den Fersen. Ist doch krass, wie das, dieser ganze Rucksack da alles hin und her wabbert. Otto, auch keinen Bock mehr. Sagte ich jetzt auch, komm, ich gehe da jetzt einfach rein. Ja, diese Moskitos hier überall zerstechen die Arme. Hier hängen 2 aufeinander dran. Crazy. 1, 2. Sommer oder Winter halt sein. Ja, komm. Nimmt doch noch mit, oder? Die Abwurfstange von vorhin noch. Das, der Schädel mit den Stangen dran, das würde ich jetzt auch noch mitnehmen. Vor uns haben wir jetzt einen kleinen Canyon, wo der Fluss durchfließt. Wir wollen rechts oben als Andenken, oder? Gucken, für Otto auch. Uns finden, ordentlich befestigen. Ja, das ist die Aufgabe für heute. Hier haben wir jetzt einen Bau und da die Waldmurmeltier. Da gibt's echt Wald. Groundhog? Digga, das kannst du keinem erzählen. Habe ich das predicted? Was ist das denn? Die haben da echt Murmeltiere. Bewohnt subalpine Regionen. Es ist für seine charakteristischen Erdhöhen bekannt und spielt eine wichtige Rolle in der Pflanzenkontrolle. Die Erde sieht super frisch gewühlt aus. Und das könnte sein ein Groundhog. Was machst du? Schrotflinte rein ins Loch. Wenn's fiebt, abdrücken. Wir haben wahrscheinlich mehrere solche Bauten. Groundhog. Ja, weiß ich nicht, was. Erdschwein. Erdhörnchen ist es. Könnte man essen. Wir laufen gerade oberhalb von diesem Canyon lang. Boah, wie das aussieht. Schaut mal bitte, wie schön das ist. Warum fahren die da jetzt nicht mit dem Packraft lang? Eigentlich. Aber ganz ehrlich, mal eine kurze Zwischenfrage. Welches Packraft trägt denn eine Person mit einem 38 bzw. 45 Kilo Rucksack? So leicht bläuliches Wasser und das zieht sich einfach da durch. Boah, richtig, richtig, geil. Richtig schön. Ich gehe jetzt hin und lade hier an dem schönen Fluss hinter uns einmal die Trinkflasche auf und unser Hydration Bag mit 3 Litern Wasser, weil sonst das eine übelste Kraxelei, immer bis nach oben zu gehen wegen 1 Liter Wasser. Dann haben wir genug. Klares, sauberes, feinstes Süßwasser. Ach, die haben jeweils noch ein zweites Packraft mit dabei fürs Gepäck. Hm. Liebe Grüße gehen raus an Sascha. Ich hatte 19 Kilo ungefähr. Also genau die Hälfte. So, jetzt zum Schluss noch Flasche auffüllen und dabei noch was trinken. Herrlich. Herrlich. So, ich schaffe jetzt mal hier das schöne Mitbringsel in irgendeinen Baum. So.
Jetzt kommt gleich ein Cliffhanger. Irgendwas kommt jetzt. Was für Weiden. Wahnsinn. Also so eine Plage, das habe ich selten erlebt. Wirklich, ist krass. Ja, das sind die Mücken. Okay. Ja, okay, da geht's nur um Mücken. Da geht's nur um Mücken bei dem Cliffhanger. Alles entspannt. Okay. Okay, okay, okay. Das war's mit der Folge Survival Squad. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr denkt, hey... Ist das die Folge, in der Fabio plötzlich doch Barfußschuhe hatte? Nee, das habt ihr falsch verstanden. Die Schuhe, die Fabio anhat, ich meine, das sind sogar die hier. Die hat er die ganze Zeit schon immer an. Das sind aber Barfußschuhe. Also fragt mich nicht, warum das Barfußschuhe sein sollen, weil die haben eine dicke Sohle und sehen für mich irgendwie nach normalen Schuhen aus. Vielleicht sind die nicht gepolstert oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sind das seine Barfußschuhe. Ja, oder wegen einer weichen Sohle oder so. Aber dann sind das Schuhe mit einer weichen Sohle. Barfußschuhe sind für mich irgendwie, also, ja, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Scheiß drauf. Aber nicht zu verwechseln mit diesen ganz dünnen, kleinen Schuhen, die Neoprenschuhe, die Otto für die Flussüberquerung dabei hat. Das ist nochmal was anderes. Das war's mit der Folge Survival Squad. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr denkt, hey, ich habe die Folge davor verpasst, dann müsst ihr unbedingt auf den Kanal von Otto gehen. Denn das Ganze ist ein Gemeinschaftsprojekt. Wir haben uns dazu entschieden, zweimal die Woche für euch immer samstags bei Otto um 17 Uhr, mittwochs um 17 Uhr bei mir, die Folgen hochzuladen. Das Ganze könnt ihr natürlich kostenlos hier auf YouTube schauen. Daher würden wir uns auch über Support von euch freuen. Schickt es an eure Freunde und Bekannten, wenn euch die Serie gefällt. Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Otto. Abonniert beide Kanäle, aktiviert die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Und ansonsten sehen wir uns am Samstag bei Otto um 17 Uhr. Ja, ey, Daumen nach oben. War jetzt eine entspannte Folge, ist jetzt nicht super krass viel passiert. Wie gesagt, ich habe diese riesen Fragezeichen, was da am Anfang los war, weil das wurde irgendwie nicht gezeigt und aufgelöst, aber dann ist das so. Und ja, schaut gerne bei Fabio vorbei, schaut bei Otto vorbei und wir gucken uns demnächst Folge 5 an. Ich freue mich.